Ich habe Godzilla, eine Stadt am Rande der Schlacht, jetzt gesehen und wir müssen da mal drüber sprechen. Herzlich willkommen im Anon Kaijuverse und herzlich willkommen zum ersten Kaiju-Thema im Jahr 2022. Ich habe gedacht, ich fange das Ganze einfach mal so an, wie ich das hier auch aufgehört habe, einfach mit den Kritiken zum Film. Ich habe nämlich jetzt den zweiten Teil dieser Godzilla Earth-Reihe gesehen, wie ich sie nenne. Ich meine, die hat auch einen Namen, einen anderen Namen. Aber ich nenne sie eben immer Godzilla Earth-Reihe, weil ich den Namen jetzt ein paar Mal schon gelesen habe und irgendwie passt das ganz gut zu der Thematik. Im ersten Film ging es eben darum, dass Godzilla die Menschheit vom Planeten Erde vertrieben hat und die Menschen dann nach und nach Pläne schmieden, wie können wir die Erde wieder zurückerobern. Daraufhin fliegen sie zurück auf die Erde und kämpfen dann gegen Godzilla. Ganz wichtig, während ich versucht habe, den ersten Teil noch so spoilerfrei, wie es geht, zu besprechen, werde ich jetzt hier in dem Video auf jeden Fall das Ende vom ersten Film mit ansprechen müssen. Denn die Filme hängen anscheinend so stark miteinander zusammen, dass ich da nicht drum rumkomme, auch wirklich zu spoilern. Ich werde versuchen, Spoiler zum zweiten Film ein bisschen zu vermeiden. Die wird es dann eben erst in der dritten Kritik geben. Ihr versteht, wie das Ganze hier aufgebaut sein wird. Am Ende des ersten Films kommen wir nämlich dann an den Punkt, an dem die Menschen es schaffen, Godzilla zu vernichten. Zumindest glauben sie das. Denn Godzilla taucht auf einmal wieder auf und ist eine gewaltigere Kreatur. Er ist noch um einiges größer als der Godzilla, gegen den sie gekämpft haben, noch vor ein paar Minuten. Und dann stellt sich irgendwann heraus, okay, fuck, der große Godzilla ist eigentlich der Godzilla, der uns von Planeten Erde vertrieben hat. Denn der hat jetzt irgendwie ein paar tausend Jahre, ich meine, es waren 20.000 Jahre, Zeit gehabt zu wachsen. Und ich fand die Erklärung so ein bisschen lame. Ich habe mir gedacht, okay, krass, jetzt kommt da auf einmal ein neuer Godzilla aus der Erde geschossen. Und mein erster Gedanke war, ist Godzilla ein Teil der Erde? Also sind Godzilla und die Erde vielleicht ein und dieselbe Figur, Charakter, wisst ihr, wie ich meine? Nee, es wird erstmal gesagt, Godzilla 2 taucht auf. Also den ersten haben wir jetzt vernichtet und jetzt taucht der richtige Godzilla auf. Zum Thema ist Godzilla 1 mit der Erde, kommen wir aber dann später auch noch. Das Ganze endet dann eben so, dass unser lieber König der Kaijus dann einen kurzen Ausflipper bekommt und quasi die Rebellion zerschlägt, die Erde zurückerobern möchte. Unsere Hauptfigur wird daraufhin ohnmächtig und der Film ist vorbei. Der zweite Teil fängt exakt damit an. Das heißt, wir werden wirklich dann noch in die letzte Szene nochmal mit eingeworfen, damit wir auch wissen, okay, so hat das Ganze geendet. Und dann beginnen wir mit der Geschichte von Godzilla, eine Stadt am Rande der Schlacht. Und ich war wirklich gespannt darauf, was uns jetzt hier erwartet, weil ich mir habe sagen lassen, dass das Ganze irgendwann Ausmaße annimmt, die dann doch ein bisschen über das Godzilla-Thema hinwegschießen. Den ersten Teil fand ich echt gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Bei dem zweiten habe ich mir dann gedacht, okay, du musst dich jetzt auf mehr einstellen, was dir eventuell nicht so passt, da ich auch kein Anime-Fan an sich bin, habe ich mir da schon so ein paar Vorstellungen machen können, was jetzt hier alles passieren könnte. Ich habe mich dann aber einfach auf den Film eingelassen und wurde auch nicht enttäuscht. Ich muss sagen, dass Teil 2 mir tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen hat als der erste Teil. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum viele von euch diese Filme überhaupt nicht mögen. Ich habe Teil 3 noch nicht gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kommt dann auch der große Shitstorm auf mich zu. Bis jetzt allerdings muss ich sagen, das sind doch wirklich solide Godzilla-Filme. Ich habe Singular Point gesehen und habe die Serie wirklich überhaupt nicht gemocht. Da habe ich auch mit Sebastian von Filmstarts zusammen ein Video drüber gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und jetzt muss ich sagen, ich bin hier echt positiv überrascht. Der erste Film, der war wirklich so eine Rachemission im Godzilla-Universum. Ich mag das Design von Godzilla Earth wirklich verdammt gerne, weil er eben so wuchtig und so mächtig rüberkommt. Ich mag Rachegeschichten generell, das war eine ganz coole Sache. Okay, Godzilla macht die Erde kaputt, wir müssen zurück zur Erde, wir müssen Godzilla aufhalten. Und dann wurde da immer noch so ein bisschen Moral reingestreut, noch so ein bisschen so ein kleiner Denkanstoß an den Zuschauer, an unsere reale Welt, nach dem Motto, ey, Godzilla ist einfach nur hier, weil die Menschen die Erde quasi ausgebeutet haben und das ist jetzt die Rache Gottes. Es wird sogar eine Religion mit eingebaut. Das ist ein bestimmtes Volk, das sehr religiös ist, einfach sagt, Godzilla ist eine Rache Gottes, die auf die Erde gesandt wird. Andere sagen wieder, nee, Mann, Godzilla ist quasi wie eine,
wie eine Heilung, weil der Mensch ist wie ein Virus auf der Erde und Godzilla ist so die Antibiotika gegen dieses Virus, der uns quasi alle jetzt hiervon vertreiben möchte, damit die Erde sich wieder erholt. Und interessanterweise ist genau auch das passiert. Die Erde hat sich wieder erholt, allerdings anders, als man es annimmt. Denn der zweite Teil beginnt damit, dass wir herausfinden, dass Godzilla und der gesamte Planet Erde haben ein und dieselbe Hautbeschaffenheit. Jedes Tier, jede Pflanze, jedes Stück Stein, also alles, der ganze Planet ist quasi eins mit diesem Material, aus dem Godzilla auch besteht. Und das fand ich dann schon wieder ziemlich cool, dass man eben herausgefunden hat, okay, Godzilla hat die Erde quasi komplett verändert, aber irgendwie zum Positiven, weil es funktioniert ja. Da existiert Leben, da existiert ein Ökosystem und wir erfahren auch später, dass sich die ganzen Tiere dort, die ganzen Pflanzen Godzilla unterworfen haben. Er ist quasi jetzt der König, der riesige Diktator dieses Planeten. Und das sind alles Sachen, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Diktaturen sind eigentlich nicht so ganz cool. Ey, da klappt's, die Welt die floriert und alles ist super geil. Und die Menschen kommen auf den Planeten Erde zurück und bomben erstmal wieder alles weg. Und das wird dann auch gleich am Anfang angesprochen, denn unser Hauptcharakter, ich habe den Namen immer noch nicht drin, das tut mir wirklich leid, wacht aus dem Koma auf und beziehungsweise war ja ohnmächtig und wacht wieder auf und merkt dann, okay, er ist irgendwie in einer Hütte und die scheint von Menschen gebaut worden zu sein. Und kurz darauf sieht er dann auch einen Mensch, ein kleines Mädel, die ihn anscheinend dann auch fit gepflegt hat und dann aber vor ihm flüchtet, weil sie trotzdem Angst vor ihm hat. Und er rennt ihr hinterher und merkt dann plötzlich, Moment, hier sind überall in so einer Schlucht verschiedene Hütten aufgebaut und über den Hütten drüber ist so eine Nebelwand und dann merkt man eben ganz schnell, okay, diese Nebelwand beschützt die quasi vor Godzillas Augen. Das heißt, Godzilla sieht die nicht und deswegen können die darunter einfach leben und existieren. Und dann lernen wir das Volk, das auf der Erde lebt, also quasi unsere Nachfahren sollen das sein, nach und nach immer mehr kennen. Und am Anfang verhalten die sich alle sehr, sehr zurückgeblieben, schon fast wie Neandertaler. Und reden dann eben auch davon, ey, was ging hier eigentlich gerade ab? Eigentlich war doch hier alles relativ in Ordnung. Die haben zwar auch ihren Hass auf Godzilla, aber hier war die Scheiße erst richtig am Dampfen, als es aus dem Himmel Feuer geregnet hat. Und damit meinen sie eben unsere Gruppe, die den Kampf gegen Godzilla eröffnet hat. Und die haben damit einfach alles nur noch viel schlimmer gemacht, weil Godzilla jetzt in Rage ist und auf der Suche ist nach Menschen, um die quasi wieder zu töten. Und dann bekommen wir dieses Volk ein bisschen erklärt und merken dann plötzlich, ey, die sind überhaupt nicht rückständig, sondern die leben tatsächlich sehr intelligent mit dem Planeten zusammen. Die haben natürlich dann auch jetzt nicht wie wir hier Klamotten an, wie wir sie anhaben, sondern die haben alles so, ja, aus Pflanzen, aus Holz, wie man es eben von früher kennt, wie man sich typisch Neandertaler vorstellt. Und da wird dann aber eben auch gesagt, ey, das sind keine Neandertaler, die haben einfach nur verstanden, wie sie mit dem Planeten leben sollen. Und auch das finde ich so einen coolen Satz, wo ich mir gedacht habe, es ist eigentlich schon so, es stimmt tatsächlich. Es ist eine sehr romantisierte Art und Weise, wie sich alles entwickeln müsste, damit unsere Welt nicht vor die Hunde geht, müssten wir theoretisch so leben, wie die da leben. Und das war ganz cool gemacht. Und dieses ganze Volk ist eben aber auch wieder relativ, ich will nicht sagen religiös, aber sie haben auch wieder einen bestimmten Glauben entwickelt und reden dann irgendwann von einer Prophezeiung, einer Offenbarung, dass sich eine fliegende Kreatur erheben wird, die dann eben gegen Godzilla kämpft. Mein erster Gedanke war, das ist Mothra. Das muss Mothra sein. Ist es aber nicht, denn kurz darauf sehen wir, wie hinter einer Steintafel so ein gelbes Flackern auftaucht. Da haben wir dann quasi das ganze Volk, das ganze Dorf sitzen so im Kreis und hinter denen ist eine riesige Steinwand, quasi wie so ein Tor, als wäre dahinter irgendwas eingesperrt. Und dann merkt man eben, das Ganze flackert so gelb und ich dachte mir, das ist Ghidorah. Ich bin mir sicher, dass das Ghidorah ist und ich finde es sehr interessant, dass man anscheinend hier den Spieß umdreht, so weit ist zumindest mein aktueller Wissensstand, dass Godzilla ja die Gefahr ist und auch die Neandertaler, ich nenne sie jetzt mal so, oder dass die unsere Nachfahren möchten Godzilla vernichten und nutzen dafür eine Prophezeiung, die auf Ghidorah hinweist. Also ist Ghidorah jetzt irgendwie das gute Monster, Godzilla das Böse, dreht man hier wirklich den Spieß um? Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch später erklärt wird. Denn wir sehen noch nicht, was sich hinter dieser Steinwand befindet. Hier wird das Ganze eben nur angeteasert. Und das ist vollkommen okay, weil diese drei Filme
sind wirklich ineinander verhakt. Das hat mich schon sehr an Herr der Ringe erinnert. Man kann diese Filme nicht ohne die anderen beiden Filme gucken. Also man kann nicht einfach nur einen Film davon gucken, das funktioniert so nicht. Um die gesamte Story zu verstehen, braucht man diese Trilogie. So, und dann werden sie dann von den Neandertalern, ich habe sie schon wieder so genannt, dann werden sie eben dann von unseren Nachfahren über den Planeten Erde gebracht und sie finden eine riesige Station aus Metall, weil der Grundgedanke nämlich ist, wir haben Mechagodzilla aus so Nanopartikeln gebaut und die haben intelligent handeln können, die haben sich bestimmten Formen angepasst und so ist dann eben auch Mechagodzilla entstanden. Den hatten wir ganz kurz auch im ersten Film gesehen. Und auf einmal ist da so eine riesige Stadt aus Metall und die, unsere Figuren, unsere menschlichen Protagonisten sind dann ganz verwundert und sagen, wo kommt die Stadt her? Die war vorher noch nicht da, beziehungsweise ist die wesentlich größer geworden. Und es wird dann eben so erklärt, dass dieses Nanometall so schlau geworden ist, dass es herausgefunden hat, wie es sich selber verbreiten kann und vergrößern kann. Und es hat mich sehr an Dragon Ball erinnert. Da gibt es auch einen Film mit Metallcooler, wo das ähnlich ist mit diesem, auch mit Metall und alles ist schlau und entwickelt sich weiter. Ich fand das aber hier ganz cool gemacht, weil dieses Metall auch versteht, was es verschlingen muss, um Energie zu sammeln. Und es verschlingt aber die Menschen nicht. Beziehungsweise erst dann, wenn man sich freiwillig dafür hergibt. Wenn ich jetzt sage, ey, darfst mich verschlingen, liebes Metall, dann verschlingt es mich, um eben meine Kraft zu benutzen. Und dann wird das Ganze so ein bisschen erforscht und sie finden heraus, Mechagodzilla existiert immer noch in dieser Stadt, ist aber komplett zerstört. Und diese Metallstadt versucht alles so ein bisschen am Leben zu erhalten, in Gang zu halten. Und der erste Gedanke unserer Protagonisten ist dann, wir nutzen dieses schlaue Metall, um Godzilla endgültig zu vernichten. An sich könnte man meinen, ist gut, aber ich habe mir da auch schon gedacht, so einfach wird es bestimmt nicht werden. Denn wer kennt es nicht, in jedem Film versteht die schlaue Maschine irgendwann, der Mensch ist eigentlich der Feind. Nicht das andere Vieh da, sondern der Mensch. Und das kommt hier eigentlich gar nicht vor. Hat mich sehr gewundert. Der Mensch ist hier nicht der Feind, sondern der Mensch ist eben einfach da und dieses Metall reagiert auf die Menschen. Wir haben dann später auch noch zwei Figuren, ich weiß nicht, ob sie menschlich sein sollen, aber ich meine nicht, weil sie werden bestimmt betitelt. Auf jeden Fall können die dann das Metall steuern über so einen Computer. Und sie kreieren dann damit kleine Roboter, die sehr an das Transformers-Spielzeug erinnern. Und da habe ich mir gedacht, oh oh, jetzt fängt's an, abgefuckt zu werden. Und es wird tatsächlich auch, weil diese Roboter dann eben gegen Godzilla kämpfen. Und das ist dann so ein, was habe ich noch für Anime-Vergleiche? Man kann es auch mit Digimon vergleichen. Da ist ein riesiges Monster in der Mitte, Godzilla, und drumherum fliegen ganz viele kleine Monster oder Roboter und schießen auf den dann drauf. Und da gibt es dann eben einen Kampf zwischen diesen Metalldingern und eben Godzilla. Und das Ganze wird aber dann auch nochmal unterbrochen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur auf der einen Seite Godzilla, wir haben und die Roboter, wir haben dann auch noch im Inneren dieser Zentrale, die die Roboter steuern, diese beiden Figuren, die das ganze Metall kontrollieren. Und die meinen dann irgendwann, Leute, ihr müsst euch opfern, damit wir stark genug werden, um Godzilla zu vernichten. Und interessanterweise merkt man dann später, dass ein Teil eines Volkes nicht mehr existiert. Die sind einfach weg. Also die existieren nicht mehr und das sind irgendwie auch so Nachfahren von uns, also ein anderer Stamm von unseren Nachfahren und die sind einfach tot, nicht mehr da, einfach weg. Und dann kommt heraus, dass die beiden Kontrolleure des Metalls haben das gesamte Dorf aufgesaugt mit dem Metall, damit diese Godzilla-Roboter-Dinge genug Kraft haben, um gegen Godzilla Earth zu kämpfen. Und dann gibt es natürlich dann hier und da den Konflikt. Ey, ist es cool, was die machen oder ist es eben nicht cool? Die Menschen müssen geopfert werden, weil wir müssen ja auch irgendwie dieses Vieh besiegen. Und dann sagt dann einer sogar, ey, sogar wir müssen uns opfern. Wir wollen diesen Planeten ja zurückkriegen und deswegen müssen wir uns auch alle opfern, um Godzilla zu vernichten. Und dann kommt aber so ein kleiner Twist in der Sache, weil plötzlich herauskommt, ey, dieses Mechagodzilla-Metall ist auch nicht ohne, weil wenn wir dem jetzt so viel Macht geben und es wirklich schaffen sollte, Godzilla zu vernichten, wird das Metall die Erde kontrollieren und die ganze Erde verschlingen. Und plötzlich hast du einfach nur zwei Situationen oder zwei Optionen gegeben,
die alle beide einfach scheiße sind. Entweder gewinnt Godzilla und die Erde ist im Arsch, entweder gewinnen wir und die Erde ist im Arsch. Egal was wir machen, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem wir eigentlich nicht mehr gewinnen können. Mehr will ich jetzt hier aber auch nicht spoilern. Ich lasse euch mal mit dieser Ausgangssituation zurück. Und muss halt wirklich sagen, dass bis auf diese rumfliegenden Roboter, die fand ich ein bisschen doof. Ich hätte mir da einfach lieber Mechagodzilla gewünscht, der gegen Godzilla kämpft. Aber an sich ist das wieder eine extrem coole und intelligente Story, die wirklich auch dieses Thema Natur gegen Technik aufbaut. Dieses Ganze, je mehr wir an der Technik arbeiten, umso mehr machen wir den Planeten kaputt. Und auch wenn wir denken, wir nutzen Technik, um den Planeten zu retten, machen wir doch immer mehr kaputt. Dieser ganze Film ist so ein richtiger Tritt in die Eier von jedem von uns. Weil wir sind alle wahrscheinlich rücksichtslose Konsumenten von irgendeinem Scheißdreck, der unseren Planeten mehr und mehr kaputt macht. Und das bringt der Film verdammt gut rüber. Hat mir auf jeden Fall noch ein bisschen besser gefallen wie der erste Teil, weil Godzilla hier einfach nochmal ein bisschen präsenter war. Er war noch eine präsentere Gefahr, obwohl er eigentlich noch ein bisschen weniger Screentime sogar hat als im ersten Teil. Zumindest habe ich da das Gefühl gehabt. Aber auch die Dialoge, die Diskussionen, diese ganze Moral in der Geschichte ist verdammt schön anzugucken. Wo ich es auch gerade von schön habe, die Animationen sind unfassbar geil. Wesentlich besser als die jetzt hier von Singular Point. Das war mir zu viel Anime, zu viel große Augen, alles. Das hat hier funktioniert und ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt auf den letzten Teil und hoffe, dass die mir jetzt hier nicht wirklich im großen Finale einen Strich durch die Rechnung machen und dass das Finale so scheiße wird, dass ich sagen muss, okay, Godzilla Earth ist doch eine nicht ganz so geile Trilogie. Diesen Teil hier auf jeden Fall. Ich habe überlegt, wie viele Punkte ich dem geben soll. Ich werde ihm wahrscheinlich 7,5 Punkte geben müssen, weil er einfach für mich den ersten Teil nochmal ein Stück weit getoppt hat. Was haltet ihr von dem Film? Und seid ihr generell Anime-Fans oder eher nicht so? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wenn ihr jetzt Lust habt, meine Kritik vom ersten Film zu sehen, dann könnt ihr euch das Video hier unten anschauen. Wenn ihr generell mal wissen wollt, was Sebastian und ich von Singular Point halten, könnt ihr das Video hier oben anklicken. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. We'll be right back.